Herzlich willkommen zurück hier im Horrorhaus, in der Horroranstalt. Dieser kleine Drecksack, ne, eben hier. Nee. Nein, 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 sag ich da, auf keinsten. Aber was muss das? Müssen wir hier mal hier lang, mal gucken, ey. Für Batterien haben wir noch 4, okay. Was ist das hier? Ein Treppenhaus, können wir da durch vielleicht? Nö. Nö, 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 da können wir nicht, okay. Na gut, kann ich akzeptieren. Finde ich sogar ganz okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, guck mal. Hier, das ist doch von hier. Hier sind wir hochgefahren. Mit dem guten alten Dr. Rick Traeger zusammen. Dann hat er uns hier hingestellt im Rollstuhl und hier. Oh, guck mal da. Willst du nicht nach draußen? Ha, 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 ha. Wir wollten richtig nach draußen. Dieser blöde Hund, der hat uns einfach nicht gelassen. Ach so, guck mal. Hier stand vorhin der Priester. Ne? Also, was heißt vorhin? Neulich. Okay, okay. Und wir sollen jetzt was machen? Nach draußen einfach. Nach... Oh. Es erwarten uns, uns anscheinend schöne Geräusche. Oh, ein Dokument. Ein Dokument. Da drücken wir J. An Akte. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose, für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Da hatten wir doch schon sowas irgendwann mal in so einem Dokument, ne? Wo sie in so Schlafdingens versetzt haben und ihr eine Waffe gegeben haben, obwohl sie im echten Leben niemals eine Waffe in die Hand nehmen würde. Irgendwie sowas war das, glaube ich, ne? Siebtens. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Wie garantieren? Verhindern wir doch eher. Vermeiden. Müsste da ja stehen. Oh Gott, die Leute hier sind einfach alle wahnsinnig, ey. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Und 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Jo, keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen, ey. Ich hoffe, wir werden es nicht herausfinden. Müssen wir jetzt hier raus? Alter, es ist stockdunkel. Scheiße. Oh, Vater Martin. Oh, eine Batterie? Ne, nur ein reflektierender Regentropfen. Okay, wo sind wir hier gelandet? Im Innenhof. Ich würde eine Laterne feiern, zum Beispiel, ey. Würde ich feiern. Ist hier eine Batterie irgendwo drin? Das sind alles nur die reflektierenden Regentropfen. Man wird hier nur verarscht, ne? Echt. Bei den Bänken auch nicht. Hier war doch eben irgendwo so ein Licht. Da vorne. Und da mal hingehen, ey. Oh Gott. Oh Gott. Geräusche. Ich liebe sie. Oh nein. Oh Gott. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet, ey? Hier ist eine fast funktionierende Laterne. Hier ist zu. Oh Gott. Zum Glück ist dazu, ey. Oh, hier ist noch eine Akte. Das ist natürlich erfreulich. Na komm. Ich kenne nicht einmal deinen Namen. Aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Okay. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Doch, eigentlich schon. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst. Dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen. Und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Ist das von... Ist das vom Priester oder was? Von dem blöden Priester? Diesem nutzlosen Typen? Oh.
können wir hier rein. Hier ist auch Licht, das ist ganz gut. Wir gucken erstmal durch den Spalt durch, je. Ob da auch ja nichts drin ist. Oh, eine Batterie. Eine Batterie und ein Schlüssel. Ein Schlüssel für den Wartungsschuppen. Okay. Das sieht eigentlich wie ein Wartungsschuppen aus, ehrlich gesagt, ne? Ach Gott, das sind nur solche Dinger hier. Ah! Habt ihr das gesehen? Ich nämlich schon. Da ist irgendwas lang geflogen, ey. Oh, Leute, bitte, echt. Oh, jetzt habe ich vor... Ja, oh Gott. Jetzt habe ich wieder vor allem Angst, was hier geschieht, ey. Wo ist denn der Wartungsschuppen? Oh Gott. Ist eine Batterie dabei, Chef? Nee. Okay. Ach, hier kommen wir wieder dahin. Okay. Dann ist hier Akku auch wieder alle. Wo soll ich denn hin? Wo ist der Wartungsschuppen? Jetzt haben wir hier extra so ein... Ist das der Wartungsschuppen? Warte, wir gucken erstmal noch. Was ist das da? Ach, von da kamen wir, ne? Okay, oh, die Geräusche. Alter, echt. Womit haben wir das verdient? Und direkt zumachen die Tür, ey. Dieser komische Geist kann da richtig. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ne? Echt, mit den ganzen Viechern hier, ey. Es ist auch noch ein Geist unterwegs. Feier ich überhaupt nicht. Wir sind auch wieder... Ach, unsere Finger sind ja auch weg. Zeig mal die andere Hand. Ja, okay, wieder nicht. Oh, da ist eine offene Tür. Okay. Und da... Okay. Oh, geben wir jetzt mal offene Tür. Geben wir erstmal in die offene Tür. Keine Batterie. Ist hier bitte zu. Wir machen hier wieder zu. Wir machen hier wieder zu. Ach, nee. Jetzt haben wir auch noch ein Gespenst hier, was uns richtig attackiert, ey. Oh, wir haben, glaube ich, eine Notiz bekommen, ne? Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den... Ach, Wallrider gesehen. Ach, der Wallrider ist also ein Geist. Schön. I love it. Der Endgegner sozusagen, das Ding, bei dem wir hier dem komischen Priester helfen sollen, bei dem Wallrider, dabei handelt es sich um ein Gespenst. Toll. Was für ein Scheiß. Echt. Was für ein Scheiß. Weh, der kommt nochmal, ey. Alter. Why? Warum? Echt, womit habe ich das verdient? Immerhin ist der Kettentyp nicht hier, ey. Oh Mann, ey. Aber da lieber den Kettentypen als um Geist, ey. Dem Kettentypen können wir wenigstens schnell davonlaufen. Ja, wo soll ich denn hin? Ach, hier ist eine Leiter. Okay. Und da können wir auch die Batterie ein bisschen schonen, ey. Wenn da oben gleich was über die Kante guckt. Ich gehe sofort wieder nach unten, nicht. Ja, okay, man sieht nichts, ne? Nicht gar nichts. Okay. Okay, okay. Ah, hier müssen wir springen. Das machen wir auch, ey. Chillt da einer?
Mann. Du hast eine Batterie für mich, Freund. Freund, ne? Freunde sind wir. Wir sind Freunde. Freunde sind wir. Ja, genau. Ach, da waren wir eben, ne? Da unten. Ich glaube. Oh, gut, er bleibt da. Sehr gut. Dankeschön, Chef. Danke. Du bist lieb. Dich nehmen wir, dich retten wir nachher. Ah, wahrscheinlich sind wir hier rechts. Wir sehen auf den Stacheldraht hüpfen, sollen wir bestimmt nicht, ey. Und jetzt darüber. Okay. Oh, eine Batterie nach der anderen wird hier gefressen, ey. Scheiße. Oh, ist da eine Batterie gewesen? Oh, diese verschissenen Regentropfen, echt. Die legen mich immer so rein. Können wir hier lang? Ja, okay. Der Wallrider. Ich bin kein Fan von ihm, ey. Überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Oh Gott, ich habe ein Geräusch gehört. Waren wir das? Nein, natürlich nicht. Sollen wir da jetzt hier rüberspringen einfach, oder was? Da drüben so hin. Ja, okay, 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 okay. Easy. Oh, Batterie, Batterie. Ja, kurz, wir wissen, was hier passiert. Jetzt hier runter, oder was? Okay, okay. Oh, Hauptsache, hier kommen keine Leute. Echt. Kann man hier rein? Erstmal gucken. Bist du alive? Nee, ne? Hast du aber keine Batterie dabei? Oh, Mann, schade. Aber dann müssen wir hier draußen weiter rumlaufen. Das ist auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Alter, wir brauchen Batterien. Hä? Ach, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Hier hoch, ne? Ja. Da vorne flackert wieder irgendwas. I love it. Hier eine Batterie irgendwo in der Ecke. Nee. Have to get out. Mach doch sowas nicht. Tu mir doch sowas nicht an, Bruder. Oh, 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 oh. Ach, jetzt sind wir hier. Oh, da steht doch einer. Oh. Ja, ich habe den auch gesehen. Ey. Ich habe den auch ganz genau gesehen. Da hast du recht, ey. Oh, du bleibst da, ne? Du bleibst da. Du bist tot. Und hier hat keiner eine Batterie. Du bleibst da. Gut. War hier nicht auch noch irgendwo einer? Oh ja. Oh, der ist auch nicht so frisch. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Wir lassen uns hier nicht... Ah, oh Gott, die Blitze machen auch nichts, bei hier bringt gar nichts. Nix, gar nichts. Hier kommen wir nicht lang. Eine Batterie. Macht der Piszek da, oder was? Okay. Hier liegen Batterien. Eine Batterie. Dankeschön. Das ist nett von dir. Danke. Danke. Ich lass dich auch in Ruhe. Ich lass dich auch in Ruhe. Alles gut. Wir sind Freunde, ne? Hat da liegt noch was. Wieder nur die scheiß Reflexion, die mich die ganze Zeit reinliegen, ey. Gemein. Einfach gemein. Ach, hier ist wieder überall Blut. Oh, ich höre Geräusche, die nicht gut sind, glaube ich, ey. Aber was ist hier schon gut in dem Spiel? Was ist hier schon gut, ey? Alles Stress pur. Hä, wo sollen wir denn hin? Ah, dann laden wir halt nach. Komm. Weißt du, wo wir hin sollen, Chef? Ich nicht. Hier ist alles zu. Hier. Sind wir da nicht gekommen? Ach so, nee. Sind wir überhaupt nicht, ne? Oh, ich will da gar nicht wieder runter, ehrlich gesagt. Ah, scheiße, echt. Oh nein, ich höre die Ketten. Oh, scheiße. Ich habe keinen Plan, wo ich hier hin muss. Oh nein, nicht eben noch gesagt. Oh, zum Glück ist der mit den Ketten nicht da, ey. Und jetzt ist ja sowas von hier. Oh, scheiße, echt scheiße finde ich das.
Können wir hier hoch? Oh ja. Oh Gott. Oh nice. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Na, Schwabbel. Haha. Kannst du hier auch hochklettern? Nee, ne? Hahaha. Aber da haben wir bestimmt eine Batterie irgendwo übersehen. Aber da hatte ich echt keinen Bock. Ey. Das ist mir jetzt zu viel. Kann man ein bisschen Batterie hier schon. Wir klettern ja automatisch. Nicht in den Stacheldraht fallen, ne? Immer kommt die Schwabbelbacke wieder her, ne? Schrecklich. Und jetzt hier runter. Aber er kann jetzt hier ja nicht hin, Mr. Schwabbelbacke, ne? Kann er ja nicht. Oh. Aber scheint richtig gewesen zu sein. Denn hier ist zu, Schwabbelbacke. Hier kannst du nicht hin. Nein, nein. Haben wir hier irgendwo eine Batterie? Ach komm, bitte. Hier muss irgendwo eine Batterie sein. Echt. Oh, ist das gemein. Hast du keine Batterie? Scheiße. Wo sollen wir hin? Da vermutlich, aber ich möchte erstmal noch... Ach so, ich muss ja nachladen, nicht ausmachen hier den Scheiß. Ich muss doch irgendwo eine Batterie sein. Bitte. Naja, okay. Und dann gehen wir jetzt... Ach, guck mal, hier können wir auch nochmal gucken. Das ist doch gut. Oh! 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 Oh Gott, echt! Was sollte das jetzt? Ich wollte schnell ins Licht, aber dann kommt uns der Typ da entgegen, ey. Aber sollen wir jetzt hier sein? Oder sollen wir jetzt hier... Oder war das nur so ein kleiner Fluchtpunkt sozusagen? Dass man hier fliehen kann vor Freddy? Nobody knows, ey. Ich auch nicht. Ja, aber die Mucke kann auch gerne aufhören jetzt. Den Schwabbel ist ja weg. Sollten wir jetzt hier hin, oder? Ist jetzt hier falsch. Ich bin einfach schnell abgebogen, ey. Ich bin auch viel zu früh geduckt. Scheiße. Ah, hier geht's wohl lang. Guck mal, hier ist sogar... Oh, schön. Oh, schau mal. Oh. Der wurde aber gut verwertet, sag ich mal. Alles schön sauber vom Knochen getrennt, ey. Hier muss doch irgendwo eine Batterie sein. Das kann doch nicht sein. Also echt nicht, ohne Scheiß. Ohne neue Notiz. Ah, eine Batterie. Eine Batterie. Hallöchen. Guten Tag. Vielen Dank. Notiz. Wasser nicht trinken. Ja. Korrekt. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen und auch sehen. Ey. Als hätte ich, wie in Kindertagen, einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, der Warrider soll uns mal in Ruhe lassen. Echt, wir haben hier schon genug Probleme. Alles voll mit Blood. Bisschen Blood. Raining Blood. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Das ist überhaupt unser Auftrag jetzt. Finde Vater Martin in der Frauenstation. Okay, das wurde ja vorhin eingeblendet, aber da war ich zu sehr damit beschäftigt, vor Fetti abzuhauen. Da oben. Sieht so aus. Können wir da hoch? Testen wir mal aus. Okay. Ah, diese Folge war wieder stressig. Oh ja, da können wir auf jeden Fall rein. Sehr gut. Und dann wollen wir mal in der nächsten Folge da reingehen. Bestimmt wartet Fetti wieder auf uns. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Wir schauen uns mal kurz rein. Sieht ja halbwegs friedlich aus, ey. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.